Meine Güte, ich war gerade einkaufen bei unserem kleinen Biomarkt hier im Ort und habe etwas mitgebracht. Ich habe relativ viel Geld dort gelassen, wollte ich mal so ein paar neue Produkte zeigen, die auch mir neu waren. Und ja, ihr könnt mal mitschätzen, was es insgesamt gekostet hat. Am Schluss verrate ich euch, was alles einzeln gekostet hat. Und ich werde demnächst doch mal in eine größere Stadt fahren, vielleicht, um dort mal zu schauen, ob ich nicht, günstigere Angebote bekomme, aber egal, ich bin ja froh, dass es den Laden hier gibt und ich zeige euch mal, was ich bekommen habe. Ich mache sowas so alle 2 Monate mal, dass ich da mal hingehe und ich wollte vor allem alkoholfreies Bio-Bier mal mir holen zum Probieren und ja, ich zeige mal, was ich alles gekauft habe. Ja, eine große Portion Leinöl von Rapunzel, reich an Omega-3-Fettsäuren. Früher stand die im Kühlregal, ist heute nicht mehr der Fall und ich weiß auch nicht, woher das Leinöl kommt. Ich suche mal, wo es drauf steht. Hier steht, dass es Rohkostqualität hat und aus der Nicht-EU-Landwirtschaft kommt. Ist natürlich Bio-Qualität, aber es kommt auch nicht mehr aus Europa. Anscheinend ist das ja nicht mehr so machbar. Das wird mit dem Oxygard-Verfahren, steht hier drauf, irgendwie haltbar gemacht. Deswegen muss es wahrscheinlich mehr ins Kühlregal. Aber könnt ihr mir ja mal schreiben, ob das genauso gut ist wie aus dem Kühlregal. Ich nehme ja die eher mal an. Nicht. Also einmal Leinöl, das hier sind 1,5 Liter. Das ist dann schon mal alleine schon relativ teuer. Dann, als ich reingekommen bin, war sehr interessant hier Cappelletti Gemüse Vollkorn. Das sind so Tortellini in vegan mit Vollkorn. Das kriegt man ja fast nirgendwo. Und auch noch mit Gemüse gefüllt. Habe ich für die Kinder mal mitgebracht. Mal gucken, ob es denen schmeckt. Mache ich vielleicht heute Abend mal. Dann unser Taifun Räuchertofu, den kriege ich wirklich nur hier im Bioladen. Dafür bin ich auch gerne mal bereit, ein paar Cent mehr auszugeben. Der schmeckt einfach sehr lecker. Der schmeckt halt wie schon angebacken. Das ist er wahrscheinlich sogar auch. Da habe ich hier insgesamt 4 Packungen gekauft. Und das waren auch alle, die da waren. Da gibt es übrigens auch andere Sorten, zum Beispiel den Black Forest Tofu. Also wenn ihr sowas mal sucht, dann im Bioladen suchen. Die Alexandra wollte gerne eine glutenfreie Backmischung haben für ein Brot. Da habe ich hier so ein Bio-Vegan Powerbrot Backmischung geholt. Die war auch nicht ganz billig. Und ja, die probiert die Alexandra dann in den nächsten Tagen mal aus. Dann hat mich noch eine glutenfreie Pizza angelacht, aber dann natürlich nur der Teig, natürlich auch Bio. Und will den Teig mal ausprobieren, ob es der Alexandra mir schmeckt. Und die Kinder können auch mal probieren. Und ja, ist halt nicht so eine Riesenportion, so für 2 Erwachsene, wenn sie noch viel Salat dazu essen, wird es reichen. Dann wollte ich unbedingt noch mal eine richtig dunkle Schokolade haben in vegan, in Bio-Qualität. Hier eine feine Bitter von Vivani mit 92% Kakao. Der Marlon von Raw Future war letztes Wochenende hier zu Besuch und er hatte eine ganz dunkle mitgebracht, die ist sogar mit Kokosblütenzucker hier gesüßt. Und das hat sehr lecker geschmeckt und das wollte ich einfach noch mal hier testen. Dann habe ich mir noch so ein paar Maisscheiben mit Meersalz mitgebracht, wenn ich dann doch noch mal irgendwie zwischendurch mal Hunger habe. Ich versuche auch momentan Gluten so ein bisschen zu umschiffen. Dann nehme ich mir so ein paar Scheiben und mache da einen leckeren veganen Aufstrich drauf. Ein paar Tomaten oder Gurken und dann habe ich was zu knabbern. Dann mein mittlerer Sohn ist momentan so ein bisschen pinsig mit dem Apfelsaft. Er hat sonst immer gerne eine Apfelschorle getrunken und natürlich viel Wasser. Und jetzt habe ich ihm hier einen Traubensaft rot mitgebracht, Demeter Qualität. Und diese Flasche kostet allein schon so viel wie in den meisten Supermärkten eine gute Flasche Wein. Ich verrate euch aber gleich, was alles gekostet hat. Dann Sojade-Joghurt, der schmeckt uns wirklich am besten, ist natürlich auch Bio und sehr lecker. Hier drin sind nur 400 Gramm. Wenn ihr mal den Preis seht und denkt, ach, ist ja gar nicht so teuer. Also hier sind schon mal 20% weniger drin als in anderen Joghurts. Und davon habe ich aber 3 Stück mitgebracht. Waren auch die alle, die da waren. So, dann wollte ich, habe ich erzählt, dass ich alkoholfreies Bier trinke ich gerne mal abends und ich wollte jetzt mal so ein paar bio-alkoholfreie Biere testen. Hier ist ein Neumarkter Lambsbräu in Dunkel.
Dann hatte ich noch ein Neumarkter Lamsbräu, alkoholfrei, ganz normal, das ist eine Art Pilz wahrscheinlich. Dann habe ich hier noch ein Neumarkter Lamsbräu, dunkle Weiß, ist auch die einzige Marke, die sie da hatten. Und noch ein Neumarkter Lamsbräu, weiße, also ein helles Weißbier. Ja, probiere ich mal aus und ich hatte gesagt, ob ich da auch einen Kasten bestellen kann, aber als ich den Preis mir nochmal angesehen habe auf der Rechnung, da war mir klar, wahrscheinlich gucke ich erstmal woanders, ob ich nicht einen Kasten günstiger bekomme. Wir gucken mal, oder ich verrate euch erstmal, was das alles zusammen gekostet hat. Hier ist die Rechnung, Was schätzt ihr denn hier? Guckt mal, das ist das, was ihr alles habt. Passt alles in so einen kleinen Korb rein, sieht ja nicht viel aus, ne? Natürlich, Leinöl ist teuer, dieser Saft ist teuer und eigentlich ist alles teuer. Es hat zusammen gekostet 55,86 Euro. Und wir können jetzt ja gerade mal so ein bisschen durchgehen. Hier, der Traubensaft hat 3,75 gekostet, der Sojade-Joghurt hat 1,79 gekostet, das eine alkoholfreie Bier, das kleine 1,25, das große 1,55, das andere kleine dunkle 1,25, das große Weißbier 1,55. Dann das Leinöl, das große 10,19 Euro, die Brotbackmischung 6,23 Euro, ey. Jo, mal gucken, was man da rauskriegt. Das wird vielleicht 500 Gramm Brot werden, wenn's hochkommt, ja. Der Räuchertofu von Typhoon hat 2,59 das Stück gekostet. Pizzateig glutenfrei 3,05 Euro. Die Maisscheiben 1,89 Euro. Die Cappelletti 3,25 Euro. Und die feine Bitterschokolade 2,45. Ja, alles ganz schön teuer. Ich nehme an, dass unser kleiner Bioladen, ich weiß es ja auch, der ist deutlich teurer. Es gibt noch einen Mitgliederpreis. Man kann da noch irgendwie Mitglied werden. Das hat man schon mehrmals überlegt. Aber dann, die wollen, dass dann die ganze Familie dann quasi versichert, also Mitglied wird. Und das ist dann doch sehr teuer. Und so oft kaufen wir da dann doch nicht. Also rein rechnerisch lohnt es sich nicht. Und vielleicht ändert sich ja dieses Mitgliedsmodell nochmal irgendwann und wir machen doch, da hat man dann so, spart man dann so pro Produkt vielleicht schon mal so 50 Cent oder auch mal 1 Euro bei größeren Sachen. Da muss man noch mal gucken. Also das finde ich auch so ein bisschen ungeschickt, aber ja, so ist es halt, ne? Und ich werde demnächst nochmal nach Gießen fahren in den Dance und mal gucken, ob ich dann hier so alkoholfreies Bier ein bisschen günstiger bekomme, weil ich trinke schon mal ganz gerne abends mal so 2 Flaschen, wenn wir mal eine Serie gucken. Und ich lege mittlerweile auch Wert darauf, dass das dann auch Bio ist. Und dann, wenn man ganz Kasten kauft und man zahlt dann pro Flasche irgendwie dann doch 30 Cent mehr oder so, dann wird es schnell teuer, ja. Vor allem auch bei so Sachen wie ein Traubensaft. Also wir testen das erstmal. Vielleicht ist es ja auch gar nicht billiger woanders und ich irre mich da. Ihr könnt ja auch mal unten schreiben, wie ihr das mit den Preisen hier findet. Wahrscheinlich ist es dann doch recht happig, aber vielleicht irre ich mich auch. Ups, jetzt ist meine Brille weg, weil ich auf das Display der Kamera geguckt habe. Ja, bei dem Nahen kann ich mit meiner Brille nämlich nicht gut sehen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns bitte einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen und wir sehen uns bald wieder. Schreibt ihr bitte eure Kommentare und Anmerkungen da rein. Vielleicht habt ihr noch ein paar Tipps für mich oder vielleicht auch ein paar Anmerkungen zu den Preisen. Und wir sehen uns bald wieder beim nächsten Video. Macht's gut, tschüss!